Mein Name ist Thomas Narosche. Ich bin zuständig jetzt schon seit 7 Jahren für die Koordination der NMS E-Learning-Unterstützung. Und wenn man das Ziel dieser Ministeriumsinitiative kurz zusammenfassen möchte, dann heißt das kein Kind ohne digitale Kompetenz. Und damit bin ich schon beim Thema E-Learning einmal eins. Damit dieses Ziel kein Kind ohne digitale Kompetenzen erreichbar ist, braucht es natürlich auch entsprechend kompetente Lehrerinnen und Lehrer. Das E-Learning 1x1 ist ein Lehrbuch für den schulischen Umgang mit digitalen Medien und Werkzeugen, und zwar in der Sekundarstufe 1. Deshalb ist es auch von der NMS E-Learning-Unterstützung gemeinsam in Zusammenarbeit mit der virtuellen BH entwickelt worden. Und wie kam es zu dieser ganzen Sache? Die Idee ist ganz kurz gesagt daraus entstanden, dass wir in unserer täglichen Unterstützungsarbeit für die Schulen ganz oft damit konfrontiert sind, dass die uns sagen, bitte sorgt dafür, dass wir aus den Universitäten und pädagogischen Hochschulen nur mehr junge Kollegen und Kolleginnen bekommen, die sich mit digitalen Medien und Werkzeugen auskennen. Weil wir haben es eigentlich satt, dann uns nicht darauf verlassen zu können, was die können. Wir möchten sie auch nicht ständig nachschulen müssen. Und natürlich, sage ich jetzt nur dazu, in den Schulen, wo bestimmter Standard noch nicht selbstverständlich ist, heißt es natürlich, dass die Kinder weiterhin übrig bleiben. Was haben wir gemacht? Wir haben uns gemeinsam, also eben virtuelle BH, NMS E-Learning-Unterstützung, überlegt, was können wir tun, um sicherzustellen, dass mit unseren Mitteln und Möglichkeiten und nach Maßgabe des Einflusses, den wir haben und der es definitiv enden wollen, was können wir tun, damit neue Pädagoginnen und Pädagogen bestimmte digitale Kompetenzen haben. Die Idee war, wir verfassen ein Lehrbuch und versuchen dieses Lehrbuch so zu konzipieren, dass es möglichst flexibel in möglichst allen Lehrkontexten an möglichst allen Institutionen, die Pädagoginnen und Pädagogen ausbilden, einsetzen können. Womit implizit schon gleich gesagt ist, was wir nicht tun können. Wir haben keinen Einfluss auf die Curricula, wir haben keinen Einfluss auf die konkreten Lehrenden. Da können wir uns nur was wünschen. Aber wir können versuchen, also wir als aktive E-Learning-Community, diesen Lehrenden dann und den Universitäten und pädagogischen Hochschulen ein Lehrbuch an die Hand zu geben, mit dem sie bestmöglich arbeiten können. Und noch in zweiter Linie dazu gesagt, jeder, der die österreichische Pädagoginnenbildungsszene kennt, weiß, dass unterschiedliche Institutionen Personen mit unterschiedlichen Kompetenzen entlassen. Das heißt, hat man in der Institution A studiert, dann kennt man sie zwar in X aus, aber in Y nicht. Hat man den Lehrenden B genossen in Englisch, dann hat man vielleicht bestimmte Kenntnisse hier, dafür mangelt es an anderen Dingen. Also so etwas wie ein bestimmter Standard, auf den man sich österreichweit verlassen kann, wurscht, ob man in Bregenz oder in Eisenstadt, also in Feldkirch oder in Eisenstadt studiert, den gibt es nicht. Konkrete Arbeit, die wir bei der Entwicklung des E-Learning 1x1 erledigt haben, war uns gemeinsam als Community, und da waren 40 Personen aus ganz Österreich daran beteiligt, zu überlegen, was wäre denn im Jahr 2014 ist diese Konzeptarbeit geleistet worden. Was wäre denn im Jahr 2014 so etwas wie ein Standard der guten Praxis, Klammer auf, der guten Mindestpraxis, den man Pädagoginnen und Pädagogen, die frisch die Ausbildung verlassen und jetzt mit Unterrichten beginnen, zumuten könnte? Das haben wir gemacht, und in weiterer Folge haben wir dann dieses unter Anführungszeichen Curriculum in 100 Teilchen zerlegt. E-Learning 1x1, der Name legt natürlich nahe, dass das aus 100 Teilen besteht. Und
glaube, es waren insgesamt 33 oder 34 Autorinnen und Autoren aus ganz Österreich, haben dann jeweils eine Doppelseite gestaltet. Und das ist, ich zeige es hier kurz vor, das E-Learning M1. Also nur einmal, was stand dahinter? Dahinter stand die Überlegung, was kann die in der Fort- und Weiterbildung im Unterricht tätige E-Learning-Community tun, damit die zukünftigen Pädagoginnen und Pädagogen auf einem gewissen Level die Institutionen der Pädagoginnenbildung verlassen. Wir müssen unser eigenes Wissen konsolidieren, müssen das in eine anschlussfähige Form bringen und müssen das weiters in eine Form und in ein Format bringen, mit dem es tatsächlich in der Lehre verwendet werden kann. Und das ist eben das Format des Lehrbuchs E-Learning M1. Nachsatz: Als Lehrbuch ist es natürlich für hinlänglich alphabetisierte Menschen auch möglich, diese Inhalte, dieses Wissen sich anzueignen, auch wenn man an der jeweiligen pädagogischen Hochschule oder Universität, aus welchen Gründen auch immer, hier zu wenig was anderes, gar nichts lernt. Und das kommt für uns natürlich auch dazu. Wir möchten mit diesem Buch schon auch einen Beitrag geleistet zu haben, so ein bisschen nach dem Motto, keine Ausreden mehr, dass jemand, der neu mit Unterricht beginnt, tatsächlich in der Lage ist zu wissen, was der derzeitige Stand der guten Praxis des Umgangs mit digitalen Medien und Werkzeugen im Schulunterricht ist. Im November vorigen Jahres haben wir das doch mit einigen an Werbeaufwand rausgebracht. Jetzt sickert das Mal, die Zugriffszahlen, wie wir sie zuletzt angeschaut haben, haben uns durchaus erfreut. Also das geht schon in Summe in die Zehntausende der Downloads. Bis das allerdings tatsächlich in der Lehre zu greifen beginnt, da muss noch einige Zeit vergehen. Wer weiß, wie lang die Vorläufe für bestimmte Lehrveranstaltungen sind. Wer weiß, unter einem Semester, zwei Semester Vorlauf tut sich doch gar nichts. Das heißt, wir werden jetzt im Sommersemester für das nächste Studienjahr die nächste Kampagne starten und versuchen, dieses Buch, seine Inhalte ganz konkret in den Lehrunterricht, aber auch an die neuen Pädagoginnen und Pädagogen heranzutragen. Und dann, wie das heute so ist, beginnen wir uns schon mit der nächsten Auflage dieser Sache zu beschäftigen. Das E-Learning M1 ist definitiv eine offene Lernressource. Auf zwei Dinge möchte ich in dem Kontext explizit hinweisen, weil das nämlich gerne übersehen wird. Bei all denjenigen, die vor allem sagen, aha, OER, wunderbar, kostet nichts und alle haben tolle Inhalte. Erstens einmal, OER kostet auch Geld. Und zwar kostet im Endeffekt, wenn man so professionell wie von einem Verlag gestaltetes Produkt erstellen möchte, kostet es in etwa dasselbe Geld. Plus, minus, ein bisschen was, aber es wird nicht günstiger. Das, was man natürlich mit den gerade auch den digitalen Vertriebsmöglichkeiten hat, ist, dass es tatsächlich jede Frau und jeder Mann entweder kostenlos runterladen kann und digital zur Verfügung hat oder zu einem sehr günstigen Preis als Buch, ist einfach günstiger als selber kopieren, erstehen kann. Zweiter Gedanke, der mir wichtig ist, offene Bildungsinhalte sind nur so gut, wie die Autorinnen und Autoren arbeiten und wie das Konzept dahinter ist. Also das heißt, bloß, dass etwas für den Enduser nichts kostet, heißt nicht, dass es schon gut ist. Und da mag ich auch betonen, dass wir im E-Learning M1 sehr, sehr viel Wert auf diese Qualität gelegt haben. Zum einen in der Erstellung des Curriculums. Das heißt, wir haben uns überlegt, in der Community, welche Inhalte sollen denn da tatsächlich drinnen stehen, und haben eben versucht, nicht möglichst alles reinzustopfen, sondern möglichst nur das, das ist nämlich viel schwieriger, das notwendige Wenige als das, was alles möglich ist, zusammenzustellen. Also nur das Notwendige zusammenzufassen, was wir wirklich glauben, dass unverzichtbar ist, und zwar mit guten Gründen. Und
Dann haben die Autoren und Autorinnen wirklich viel Zeit und Liebe und Erfahrung, ihre eigene Erfahrung aus teilweise jahrzehntelanger Tätigkeit in das Verfassen der Beiträge hineinfließen lassen. Und auch hier ist es mir ganz wichtig, einfach festzuhalten, die Qualität von offenen Bildungsinhalten lebt genauso wie die Qualität von kommerziellen Produkten von der Anstrengung, von der Erfahrung, vom Wissen der Autorinnen und Autoren und von der Qualität des Konzepts und der Betreuung in der Herstellung.